auf das, was wir Ihnen heute Abend präsentieren, hat eine ganze Generation, ach, was sage ich, zwei Generationen haben darauf gewartet. Der, der in der Mitte sitzt, hat es verkündet bei uns vor einem halben Jahr und es ist wahr geworden. Die Kelly Family ist reunited und haben ausverkaufte Konzerte und Platz 1 Alben rausgebracht inzwischen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind und für uns singen. Herzlich willkommen, Cathy Angelo und John. Und Patricia, Jimmy und Joey. The Kelly Family. Meine Damen und Herren, das, was wir jetzt sehen, ist eine absolute, eine Sensation. Denn die, die hier alle zusammensitzen, die haben lange nicht so zusammengesessen. Und dass sie es jetzt tun, das ist, glaube ich, eine großartige Sache. Denn der Erfolg gibt ihnen recht. Eine ganze Generation hat darauf gewartet. Wir freuen uns, dass Reunited heute bei uns sind. Die Kelly Family, known as Cathy, Patricia, Angelo, Jimmy, John und Joey Kelly. Hey! Ja. Weil wir können euch gar nicht alle in die gleiche Runde setzen. Also das heißt, wir rollieren. Erst kommt ihr, redet so viel ihr könnt. Weil gleich seid ihr weg und dann kommen die anderen. Okay. Okay, aber ihr seid es ja gewöhnt sozusagen. Ja, genau. Wer redet am meisten in der Familie? Es kommt darauf ein bisschen Tag. Ein bisschen es gibt eine Regel bei uns. Wer am lautesten ist, hat recht. Also, habt ihr alle jemals wirklich in einem Haus gewohnt oder war es so, dass die Ältesten immer schon zu alt waren und dann nicht mehr wirklich dabei waren? Wir schon. Wir haben also alle, ihr, die ihr hier sitzt, habt alle Familienalltag miteinander im Boot. Ja, okay. Also, wir wollen einmal nochmal zurückgehen und erzählen, wie es dazu gekommen ist. Wir sind ja fast, ich möchte nicht sagen, wir sind nicht die Eltern, aber wir waren dabei als Angelo. Die Tante. Ich bin die Tante. Ja. So, ich bin eine klassische Tante. Die Eltern? Nein, wie auch immer. Als wir waren ja Paten sozusagen, oder sagen wir mal, wir waren Zeugen als Angelo. Das heißt, Täter. Ach, du meinst als Angelo? Als er verkündet hat. Aber wir sind noch keine Eltern, nur weil er was verkündet. Das mach's doch nicht wieder so klein. Doch. Also gut, ich habe die Vaterschaft für die Kellys. Ja. Und die sind erfolgreich. Bleib doch dran. Also, wir waren auf jeden Fall nah dabei, als du das letzte Mal verkündet hast, was passieren wird und was jetzt daraus geworden ist, werden wir gleich besprechen. Aber jetzt gucken wir noch mal in den Moment rein. Bei uns in der Talkshow passiert vor einem halben Jahr. Es hat uns ein Vöglein gezwitschert, dass es eine kleine Nachricht zu verkünden gibt. Ich darf es endlich sagen, wir werden nächstes Jahr, 19. Mai, die Westfalenhalle als Kelly Family spielen. Ah, das ist großartig. Wow. Ich habe immer noch die gleiche Jacke. Hast du wieder die kleinen Klamotten an? Gleiche Jacke. Ja. Wenn ihr das gespielt habt, die Westfalenhalle, dann kaufst du dir eine neue. Dann kauf mir 400 Jacken. Bitte, versprich mir das. Also, wie lange hat es gedauert? Du hast es hier verkündet. Wie lange hat es tatsächlich gedauert, bis ihr dieses Konzert ausverkauft hattet? 20 Minuten. Am nächsten Tag ging es um 10 Uhr im Verkauf. Mhm. Und 18 Minuten später war es ausverkauft. Das ist fantastisch. Ja, sehr gut. Was mich interessiert ist, wart ihr euch sicher, das wird so passieren? Oder hatte der ein oder andere vielleicht noch Zweifel und dachte sich, vielleicht interessiert sich ja gar keiner mehr für uns? Also ich habe gedacht, 5 Wochen, 6 Wochen. Mhm. Aber 20 Minuten waren, ich war super überrascht. Hat mir wochenlange gedauert, bis ich das kapiert habe, was da passiert ist. 17.000. Ne? 17.000. Ja, wir spielen es dreimal. Und das sind dann 17.000. Und das haben wir dann... ihr habt das entscheiden müssen, weil das erste Konzert so schnell ausverkauft war. Wir hatten es optioniert und haben gehofft, dass es irgendwie nach ein paar Wochen vielleicht gehen könnte, dass wir daraus ein Wochenende machen. Mhm. Aber das ist dann am gleichen Tag noch... die zweite dann nach einer Stunde ausverkauft war und dann ein paar Tage später den dritten dann auch weg. Das war verrückt. Ja. Mhm. Habt ihr euch dann gefragt, warum haben wir das nicht schon vorher gemacht? Ich glaube, es war der richtige Moment auch. Nee? Also ich habe viele Jahre geträumt davon. Ne? Habe ich gehofft, sehr stark. Und ich glaube, weil die Nachfrage von den Menschen, die haben mich so angesprochen, jedes Mal, wenn sie zu mir kamen. Das ist nicht nur eine Generation, sondern es ist schon fast drei Generationen. Und es hat diese Menschen sehr vieles Tiefes in den Herz getroffen. Und das bleibt so stark in diese Menschen. Und das ist der Beweis, also dass es so schnell ausverkauft ist, dass die Menschen
die wollen wieder dieses Gefühl erleben, was die mit uns erlebt hatten in dieser Zeit. Ne? Was glaubt ihr denn, was das für ein Gefühl ist? Was glaubt ihr, habt ihr den Menschen gegeben, was sie vielleicht jetzt woanders nicht finden? Also was wir sehen immer wieder, ist, dass die Generation, die zwischen 30 und 35 ist, die haben öfter Kinder und so weiter. Und die sagen immer, ihr habt uns sehr viel gegeben. Mhm. Wir haben das Gefühl, die tragen uns jetzt. Ja? Die geben uns sehr viel zurück. Mhm. Ja? Die bringen auch ihren Kinder oder bringen ihren Eltern auch dabei. Aber wir kriegen immer diesen Satz auf, wir wollen euch was zurückgeben. Und das ist einfach für uns ein unglaubliches Geschenk. Also das ist ja das Größte, was man sich eigentlich vorstellen kann als Musiker. Also ich glaube, die Basis fing schon vor 42 Jahren oder schon früher. Und die Basis, ich glaube, meine Eltern, die waren sehr einig. Und die beiden hatten dieses gleiche Ziel, irgendwie die Menschen, den Herzen zu treffen. Und das haben die wirklich geschafft durch Tücken dünn, das war immer der Ziel, der Hauptziel. Mhm. Ne? Weil in den Herzen zu treffen, und Musik war ein unglaubliches Mittel, den Menschen in einem bestimmten Moment alle einig zu bekommen. Menschen, die überhaupt nicht vielleicht mit, sagen wir so, politisch, Religion oder anders denken, in einen Moment alle zusammenzukriegen in eine bestimmte Ebene. Also das ist diese Sprache, wo ich nenne das Liebe, wo wir alles. Wir können einverstanden miteinander sein. Die Welt kann auch schön sein. Das ist, glaube ich, die Botschaft, genau, die Message. Und diese Fraktion von Momenten, das ist genau was, wenn diese Momente nicht geben würde, es würde schwierig für die Welt, also für uns alle. Und genau, die haben beide sehr früh verstanden, dass das ist der Schlüssel. Und die haben das durchgezogen, immer weiter. Und uns weitergegeben, so würde ich das ausdrücken, uns das weiter. Und das ist in den Menschen auch so stark gekommen, und das, wir sehen jetzt der Frucht. Man pflanzt und das kommt jetzt zurück. Was ich interessant finde, ist, dass ihr seid ja durch eine harte Schule gegangen. Also ihr habt ein Familienleben gelebt, was ja auch ein Stück weit nicht eine freie Wahl war, sondern ihr wart eine Familie und da hat jeder mitmachen müssen. Aber ihr geht jetzt wieder dazu zurück, freiwillig, und ihr nehmt wiederum eure Familien mit auf die Bühne. Also das heißt, da gibt es schon wieder noch ein oder zwei neue Generationen Kellys. Es sind halt so viele Jahre vergangen, dass jeder konnte sein eigenes Leben etablieren und auch seine Karriere. Und jetzt, wir sechs, die zusammenkommen, wir sind ja nicht komplett, es fehlen ja ein paar, aber die sechs, die hier zusammenkommen, die sind erwachsen und die machen das bewusst und die wollen das machen. Mhm. Und das ist dadurch noch viel schwieriger eigentlich, weil wir doch sehr unterschiedlich sind. Aber es ist halt eine Qualität, es ist eine freie Qualität, es ist eine Entscheidungsqualität. Mhm. Wie gesagt, wir hatten auch viele, viele Jahre, wo immer die Fans gesagt haben, wann kommt der wieder zurück? Mhm. Haben wir immer gemerkt, das wollen die auch selber. Und diese Sachen zusammenzukommen, klar, es kommt aus einer Freiheit von jeder. Ja. Da muss der Spaß da auch da sein, der Wille und auch eine Zusammenführung von Erwachsenen. Ne? Ja, und dann ist es einfach. Es ist eine ganz andere Sache, glaube ich. Ich kann mir das vorstellen. Zwei sind nicht dabei, du hast gerade angesprochen, also Maite und Paddy sind nicht dabei. Ja. Ist das, woran ihr arbeitet, wo es vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass das vielleicht irgendwann passieren wird, wenn ihr jetzt wieder sagt, wow, wir spielen hier jetzt nicht nur eben in Dortmund, sondern wir spielen irgendwie ganz viele Stadien? Also es ist der Wunsch von uns allen gewesen, von Anfang an, aber es hat halt nicht sein sollen. Mhm. Und für uns ist es nach wie vor, die Tür ist offen, aber wir sagen sehr klar den Leuten, wer dabei ist, auf dem Cover, auf jedem Text. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, wer da ist. Und The Kelly Family ist halt nicht eine Person, es ist nicht ich, Kathi oder Paddy oder irgendjemand, sondern es ist ein Spirit, es ist ein Gefühl. Und wenn der wieder da ist, ist das das Wichtigste. Habt ihr euch... Ihr seid in alle möglichen Ecken und Enden der Welt verstreut und jeder macht seine eigenen Projekte. Seid ihr immer in Kontakt gewesen oder gab es auch mal Zeiten, wo man erstmal gesagt hat, boah, jetzt muss ich erstmal mein eigenes Ding machen? Ja, ich glaube, jeder, also Johnny war 17 Jahre nicht mit mir auf einer Bühne. Also das ist jetzt, da merkt man, wie viel Zeit vergangen ist. Und Johnny lebt in Spanien und macht selber Musik. Kathi, you do a lot of your stuff. Also jeder hat sein eigenes Projekt. Ja, also es gab Momente, wo es rotiert gehabt. Also manchmal hast du mehr Kontakt mit denen oder denen. Aber bevor so ein Comeback zusammenkommt,
Also ich finde, dass wir erstmal mussten wir alle eine E-Mail haben. Wir hatten keine E-Mails früher. Erstmal so die Kommunikationsaufbau. Also erstmal die technischen Voraussetzungen geschaffen, ja, dass ihr wieder in Kontakt treten könnt. Und erstmal, dass Joey zum Beispiel war der Letzte, der ein iPhone hatte, oder? Und jetzt ist er der Beste, der hat Instagram jetzt mittlerweile. Aber ja, also... Der Charlie Watts von den Stones hat gerade zu Interview gegeben, nach 50 Jahren zusammen, und gesagt, das Problem ist nicht, mit denen Musik zu machen, ja, das Problem ist, mit denen zu leben. Ja, aber wir leben nicht miteinander jetzt. Naja, aber ihr probt doch jetzt ziemlich intensiv. Da entstehen ja auch persönliche Gespräche wieder. Ja. Und wie geht's dir? Oder? Ja, aber das ist auch, es ist natürlich eine Schwierigkeit, weil jeder hat so seine Macken und so. Aber es ist auch für uns eine Gelegenheit, Zeit zusammen zu verbringen. Ne? Also dadurch, dass Johnny und ich 17 Jahre nicht zusammengearbeitet haben, haben wir uns nur selten gesehen. Ich lebe in Irland, er lebt in Spanien, wir haben unterschiedliche Pläne und so. Und indem man zusammen unterwegs ist, gibt es einen nochmal auch einen Grund, auch mehr zusammen zu verbringen und wieder catch up. Ne? Also es ist auch das ist ein Ziel. Ne? Ja. Also es gibt wirklich so wahnsinnig schöne Bilder von euch und von eurem Leben als Kelly Family damals, dass wir die jetzt nochmal zeigen wollen, um einfach nochmal zu verstehen, was für eine Hysterie damals herrschte rund um die Kelly Family, die 90er Jahre. Oh Mann. Ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben es, weil unser Redakteur nicht für euch geschwärmt hat, sondern für Caught in the Act. Die sind nämlich auf der Rückseite. Aber wir haben es auf jeden Fall. Aber lass mal stehen. Dennis ist ja Friseur. Wie beurteilst du die Frisur? Da kannst du reich werden. Das war früher ein eigenes Thema. Das war so ein eigenes Thema. Das war ja eine ganz andere Zeit. Ja, genau. Nee, aber das war immer negativ sozusagen. Du siehst aus wie die Kelly Family. Das war immer so negativ. Aber ich fand's cool. Das war total super. Und ihr habt alle, ich meine, schau mal, wie toll. Also großartig, da sind sie alle drauf. Wir werden das gleich nochmal vielleicht durchgeben und unterschreiben lassen. Wir müssen aber erst noch, ich habe jetzt hier nur so einen Kugelschreiber, das kannst du sagen. Aber wir können das, können wir mal Nora fragen, wie er bei MTV moderiert hat. Ja. Hallo! War Nora Tschirner ein großer Kelly? Genau, auch ein Otto. Hase? Ja. Warst du ich gerade Hase genannt? Ja, genau. Warst du Fan? Nee, aber also ich, nicht so richtig, war nicht so, also ich habe das voll mitbekommen, aber ich war jetzt auch irgendwie nicht irgendwie, ich habe so 2, 3 Lieder so gehabt, aber ich stand jetzt, sage ich mal, nicht in der ersten Reihe, aber ich fand das toll und ich habe es von ganz Anfang, also als das sozusagen, ich habe auch noch die Straßenmusiker-Anfänge mit, das fand ich super. Und als dann aber so dieses, wir reisen hinterher und werden alle ohnmächtig Ding, da war ich, zeitgleich, glaube ich, bei Take That. Am Start? Ja, man musste sich entscheiden. Aber wegen der Musik. Ja. Und aber ich habe das sehr, natürlich war voll meine Zeit. Also es ist auf jeden Fall toll, wenn ihr das anguckt, es kommen gute Gefühle auf. Und wir werden dann wahrscheinlich demnächst, gibt es die Bravo noch? Ich gehe davon aus. Aber die sind der letzte Zeit. Die gibt es jetzt wieder mit uns. Bravo, wollen wir aber was hören. Wir haben euch natürlich eingeladen, weil wir mit euch sprechen wollen, aber wir wollen natürlich auch was hören. Und deswegen haben wir was Großartiges vorbereitet. Ich darf euch jetzt bitten, rüber zu gehen. Sehr gerne. Und zwar hören wir eine Neuauflage des Klassikers. Na, na, na.
Okay. Mit jetzt. Den Kellys. Ob es die mal alle hier ihre Schnallt euch an, Freunde, jetzt. Schnallt euch an. Neu zu hören auf dem aktuellen Album We Got Love. Übrigens auf Nummer 1 eingestiegen. So wünschen wir uns das bei unseren Gästen hier. Und ab morgen sind sie dann Nummer 0, weil es geht nur noch höher, wenn man mal einmal hier war. Freuen Sie sich auf The Kelly Family. Hey. Die Barbara steigt bei euch ein. Die macht den Familientherapeuten und übernimmt die Solostimme. Aber Frau Just ist derart ausgeflippt, die kehrt nie wieder auf die Hallig zurück. Du. Jimmy, du hast den Song geschrieben. Warst jetzt seit 10 Jahren als Solokünstler unterwegs. Viel auch auf der Straße wieder. Kannst du die anderen was fragen, weil ich muss Luft schnappen. Ich muss erstmal ein Wasser trinken. Dann frage ich mal Joey, weil Joey hat sich sehr dem Sport gewidmet. Genau, und er kann das natürlich jetzt mit einer ruhigen Atmung beantworten, weil er eben einfach eine wahnsinnige Kondition hat. Du bist Extremsportler. Bist du? Ich tue so. Du tust so. Was verschafft dir den größeren... Du hast dich wirklich weit von der Musik entfernt. Was hat dir den größeren Adrenalin-Flash gegeben? Dieser Extremsport oder jetzt wieder back on stage, zurück auf der Bühne?
Also ich habe die letzten 14 Jahre keine Musik gemacht. Ich habe die Gitarre seit 12 Jahren gar nicht angefasst. Ich habe jetzt wieder angefangen, üben zu müssen. Ne? Und was ist wie Fahrradfahren? Kann man es gleich wieder? Oder? Es ist schwer. Ich kann es gar nicht. Also ich habe gar nicht gespielt. Das heißt, ich bin ja nur auf Tour wegen des Geldes. Ich hab das früher mal mit dem Staubsauger meiner Mutter gemacht, vom Spiegel. Habe ich auch mal so getan. Oder mit dem Fingerball. Es gibt eine Weltmeisterschaft Luftgitarre. Ja, und dann bist du ganz vorne. Ja, genau. So ist in Kelly. Okay. So, jetzt und deswegen die Frage war. What was the biggest adrenaline? On stage or on sport? Ja, klar. Früher mit der Kelly-Familie war es ein Abenteuer. Es war toll, Wahnsinn, extrem. Und Gott sei Dank hatte ich das Sport. Sonst hätte ich das Ganze wahnsinnig überlebt. Aber du hast die Schnauze voll von der Musik gehabt. Sprechen wir es mal aus. Ja, ist so. Ne? Ich meine, nein, ich wollte ja nach der Musik nicht jetzt Solomusik machen, weil ich würde meine eigene Musik nicht kaufen. Deswegen, ich wollte das nicht jemand antun. Also meine eigene, ich Solo, Kelly, Joy. Okay, du bist aber eine ziemlich coole Socke. Warum würdest du deine eigene Musik nicht kaufen? Weil die scheiße ist. Also wirklich, ich hab hier Songs geschrieben, ne? Die braucht kein Schwein. Über wirklich alle Dreck. Wirklich. Also, du machst ja keine Solo-Auftritte. Nee, mach ich nicht. Genau. Kommt auch keiner. Aber der Song, den hast du ja nun geschrieben, ne, Jimmy? Der letzte Song. Das war nur, ich meine, hier, die Dame hinter Nora ist wirklich aus dem Stuhl gekippt vor Begeisterung. Und das kann, wie unwirklich ist das, wenn du jetzt diesen Song spielst und ich verkaufe dreimal Westfalenhalle in Dortmund aus? Das sind ja unwirkliche Geschichten und du kommst aber von der Straße, als Straßenmusiker hast du angefangen. Verschieben sich da manchmal so die Realitätsebene, dass du sagst, wo bin ich? Für mich, ich kann das jetzt dieses Mal eigentlich genießen. Ich nehme es nicht so ernst, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche Spaß zu haben und ich fühle mich ein bisschen wie ein Kind. Wenn ich jetzt singe, das war nicht ernst, ich bin nicht Bono. Also ich spiele nur. Ja, du rettest nicht die Welt. Ich werde wieder ein bisschen Kind oder ein bisschen so. Für mich ist das so ein bisschen, ja, diese Nostalgie ein bisschen. Und es ist, ich kann das dieses Mal richtig genießen und Fun haben auf der Bühne und so. Früher war das eher surreal. Druck, Pressure. Das war, Pressure, ja, es war einfach Wahnsinn. Und Erwartungsdruck. Ich konnte das nicht greifen. Dieses Mal, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau und ich spiele seit gute 10 Jahre auf der Fußgängerzone. Und für mich ist das hier so wie Disneyland. Also, ich bin hier ein Riesenkind in Disneyland. Ja. Du sagst gerade, dass du Kinder hast, Patricia hat auch Kinder, zwei Söhne. Zwei Jungs, ja. Und hochmusikalisch und glaube ich, also Iggy, einer der beiden, ist jetzt ja da bei euch in Dortmund dabei. Ja, also die sind beide dabei, die ganze neue Generation ist dabei. Also wie viele Kinder habt ihr zusammen? Also wir haben viele, viele, Barbara, 28. Nee, das sind 25. 25 habe ich gezählt. 30 Stück. Das schaffst du doch, ist doch erst im Mai. Das sind die offiziellen. Ja, ja, aber jetzt sag du ruhig, ich bin dran, Joel. Also die waren ja down auf Tournee. Ich meine, da passiert ja natürlich nach. Geteilt durch 6, das sind pro Mensch mehr als 4 Kinder. Also das ist natürlich nicht schlecht. Ja, der Durchschnittsehre sind 3 Kinder pro Ehe. Ja, ja. Ja, die Ehe kann ja jeder, aber ihr wart ja auf Tournee. Ja. Da war ja eine Menge los. Oder wart ihr mehr so eine... Nee, also, sind keine Kokoskinder. Also nicht meine. Aber sind deine Kinder, Patricia, stolz auf eure Musik? Oder gibt es da auch so eine Generationsablösung? Nein, überhaupt nicht. Jetzt Kelly, also meine Kinder sind ja 13 und 15. Und die sind ganz ehrlich in diesem Alter. Ja? Also die sind natürlich, die hören Ed Sheeran und weiß ich was, coole Musik. Aber die Kelly Family, für den ist cool, weil die sagen, ja, weißt du was, ihr habt das alles aufgebaut von der Straße, ihr habt hart gearbeitet und das respektieren die. Und Iggy, also haben sie erwähnt, mein Sohn, der macht ja gerne Musik und sehr viel Musik und der will auch Sänger werden, mein Gott, wir werden sehen. Aber Tatsache ist, der findet die Kelly Family cool, ja. Was dich erfreut. Ja. Na klar, jetzt ist es ja so, ihr drei seid Generation, also ihr seid relativ dicht beieinander vom Alter her. Ja. Patricia, ja. Gingen dir deine beiden Brüder auch mal tierisch auf den Senkel? Ja. Und wenn ja, warum? Ja, war richtig, ja.
Wie? Ja, wie? Ich meine, konkret. Erzähl ruhig mal. Okay. Haben die genervt? Also, die Geschichten. Ja. Ja? Also, Jimmy und Joey, ja? Ja? Das waren wirklich, auf Spanisch damals, hatten die einen Nickname, ein Kusername, oder wie heißt es? Ja, ja, Kusename. Fipe y Zape. Fipe y Zape. Zape. Das war so eine Zeitschrift, so mit Zeichentrick. Das ist wie Max und Moritz hier. Okay. Ja, und das ist wirklich nicht gelogen. Die waren ganz, ganz Rabauken, beide. Was? Und die waren immer zusammen. Das war ein Paar. Ja. Und die sind, und die haben nur, zum Beispiel Joey hat nur immer was gefunden. Im Müll immer, der kam mit... Er hat das gefunden im Müll? Ja, ich habe im Müll gelegt. Aber Moment, jetzt erzähl ich mal. Ja, erzähl. Ja, zum Beispiel, ich hatte eine Lieblingspuppe. Ich hatte eine Lieblingspuppe, das war Heidi. Ja, Heidi, schön. Kennst du? Ja, Heidi, ja. Heidi. So. Und dann, die war immer in meinem Bett so, ne? Die lag da. Und eines Tages, jetzt sei du ruhig. Ich bin da. So, ich kam da rein. Das ist ein sehr guter Psychiater. Ich kam da rein. Und um die Ecke bei ich höre zu, Patricia. Barbara, hilf mir doch. Nein, 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 ich höre zu. Ich komme da rein und der Kopf ist ab. Nee. So, und dann gehe ich weinend zu Papa, das war meine Lieblingspuppe, ich total entsetzt. Papa, ohne zu zögern, sagt, hol Jimmy und Joy hierher. So, die haben diesen Kopf begraben. Auch gebrannt. Die haben begraben. Und die haben erstmal verbrannt und dann vergraben. Ah, du kannst dich dran erinnern, auch noch. Meine Güte. Nein, aber das sind ja, Patricia, das sind ja seelische Narben. Ich habe mehrere Geschichten. Spinnen. Spinnen, Patricia, erzähl. Ich sag, Spinnen, willst du es wissen? Ich will wissen. Ich habe eine Spinnenphobie entwickelt, nur wegen den Beinen. Ja? Die hatten dicke, fette, schwarze Spinnen in einen Eimer reingepackt. Jetzt sei du auch ruhig. Wir wollen die Tour noch ausverkaufen. Erzähl. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, will keiner hören, aber... Doch, ich glaube, hier ist eine große... Ihr könnt euch vorstellen, die Spinnen haben die mich, wollten mir über den Kopf schmeißen und ich Phobie bekommen, aber ich habe die nicht mehr, ich habe mich therapieren lassen. Ja. Nein, aber die beiden waren wirklich... Ich habe die auch bezahlt. Wenn ihr euch heute... Wenn ihr euch heute trefft, ihr macht ja jetzt, ihr seid ja wirklich wie so eine super Truppe aus dem Pub. Ja, die Nummer sagt gerade, wir sollen nicht singen, wir sollen eine Sitcom machen. Ja, aber Volker sagt auch gerade super, aber wenn Nora recht hat und ihr sollt eine Sitcom machen, dann müsst ihr ein bisschen auch erzählen. Wenn ihr euch heute trefft, erzählt ihr dann Dinge aus der Vergangenheit? Gibt es diese so, dass man so beim Guinness zusammensitzt und sagt, komm, erzähl mal? Es geht oder nur darum. Also ich habe gestern Abend bis 12 Uhr mit meinem Bruder Johnny da nur über die Vergangenheit geredet. Wirklich? Ich habe mit Joey vom Flughafen letztens, wir waren 5 Stunden unterwegs, es ging... Auch darum, aber auch zum Beispiel hier, guck mal, das ist mein Kind, wie geht's ihm, bla bla bla. Ja. Also wir reden jetzt nicht mehr über, oder weniger, also ich bisher noch nicht, über, ich sag mal, Probleme, sondern wir genießen, wir versuchen mit Respekt und die Vergangenheit ist wahnsinnig stark da. Ich glaube, die ist das so, dies, was uns irgendwie noch zusammenbringt. Es ist ja auch, wir haben so viel zusammen erlebt. Die Maite sagt zum Beispiel, die sagt, wir sind wie Vietcongs. Also, das musst du erklären. Ja, du warst mal in Vietnam mit einem Kommandoteam und dann bist du zurückgekommen und du brauchst ein Leben lang, um das zu verarbeiten. Oder um, ja, und wir reden ständig miteinander über die Vergangenheit. Wir verarbeiten das so. Also das ist schon... Also wenn das so schlimm ist, dann ist, dann, ist nein, ja eure Karriere... Es ist intensiv. Ja, es ist intensiv. Es ist intensiv. Ja, wenn du gegen die Welt allein bist, wir waren ja ständig... Ja, wir waren eine Truppe, die, ich sag mal, wenn man mit der Kelly Family was verbinden kann, dann ist es mit Family, Musik, aber dann auch anders. Ja, ja. Also wir waren niemals in eine normale... Also darf wir waren immer die anderen, die irgendwie anders drauf sind. Und darum waren wir auch unter uns so, wir waren für uns da, aber das war die Welt. Und wir haben die in der Straße vielleicht doch näher kennengelernt. Aber trotzdem mussten wir einander, wir brauchten einander, um zu überleben. Es war auch so ein richtiges, weiß ich nicht, also... Verschwörung der Pakt. Aber ist es, aber ist es dann manchmal mehr ein Segen oder mehr ein Fluch? Segen. Für mich warum? Ist es ein Segen. Patricia, ganz einfach. Die Wichser, die halt behaupten, die Kellys früher waren doof, haben alle heute Kelly-Fans geheiratet.
Das wissen die nicht. So. Das kommt dann mal raus. Ach, das kommt dann raus. So, weil jeder findet einer. Ja. Ne? Und dann kriegen die Rechnung. Und deswegen sind wir heutzutage wieder cool. Hey, ja, absolut. Cool. Und MTV hier. Wir haben uns früher nie gespielt, ne? Wow. Wir haben uns nie gespielt. Also ich persönlich war jetzt nicht fürs Programm zuständig, ja, aber ich fand das, ne, tatsächlich... Wo sind die heute geblieben? Und auch Bravo. Bravo, das sind die Letzten. In der Bravo gab es eine Auflistung, wer der Beliebteste war. Ich war der Letzte. Ich war bei MDR. Aber pass auf, wenn ihr wie die... Jetzt wissen wir, woher diese ganze Wut herkommt. Ja, das ist lustig. Auf dem Bravo-Ranking. Was hat dir mein Bruder angetan? Ja, lustiger Vertreter. Aber wenn wir Menschen spielen in der Olympiahalle, ich werde vormittags einen Lauf machen, ich gehe zu Bravo und frage, und? Wie viel Auflage habt ihr noch? Wie viel hätte ihr mich? Gibt's euch noch? Joey Bravo hat uns damals wahnsinnig unterstützt. Also den, ja, aber Joey also nicht. Dreckszeit. Gab's einen Schlag? Müll ist das. Joey, nee. Also, wenn es aber, wenn ihr wie die Vietcong gewesen seid oder euch so gefühlt habt, dann darf ich ja jetzt mal fragen, dann ist das Bild ja, wo geht der Ho Chi Minh-Pfad weiterhin? Was ist das, also, Ho Chi Minh? Der Ho Chi Minh-Pfad war der Pfad, wo der Vietcong meistens angegriffen hat. Also, wie sieht die Zukunft der Kelly Family aus? Ich bin kein Hellseher, ich habe keine Ahnung. Aber macht ihr Pläne? Gibt es Hoffnung für die Fans, die uns jetzt zuhören? Im Moment haben wir diese neue Tournee, also erstmal die Westfalenhalle in ein paar Wochen. Und dann kommt die Tournee 2018. Genau. Also das sind gute 30 Konzerte, also in Europa jetzt. Ganz Europa. Und danach, ich habe keine Ahnung. Nicht ganz Europa. Also ich, sechs Länder. Sei ruhig, Joy. Europa, 30 Länder. Joy. Ja. Ist ja nur... Deutschland, also Österreich, Schweiz, Polen. Joey ist bei euch so der Kiel. Was, ja, der, was, aber das Holland, ist ja, Österreich. Was Keith, ja, Richards bei den Stones ist, ist Joey bei euch, glaube ich. Immer ein bisschen munter vorweg und einer hier. Bau dich mal auf! Europa! 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 Wir waren vorgestern in Polen. Ja, guck mal. Und da haben sie dich rausgeschmissen. Nein, aber du. Also, die Nora will im Tourbus mitfahren. Die sagt, das ich muss sagen, die polnische Fernsehung wird Nora. Ich bin schon durch mit der Überlegung. Absolut. Exemplar. Nora, alles klar. Also, wir halten fest. Wir halten jetzt fest. Ihr geht jetzt auf eine Europatournee, die eigentlich keine richtige Europatournee ist, weil es nicht alle Länder. Stefan Ross wird in der Vorgruppe sein. Aha. Oh, dann kann er Volker, Volker Lechtenbrink, ja, vielleicht auch, man weiß, ja, es nicht. Familie. Und vielleicht, wenn, der Wohnwagen ist ja da. Der, ja. Nora moderiert, ja. Und Nora Tschirner am Steuer vorne. Held Nora am Steuer, dann können Sie sich auch mal ablehnen. Also, meine Damen, die Kelly Family, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.